Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von, wie haben wir es genannt, The Last Chapter oder The Final Chapter? Man weiß es schon wieder nicht mehr, ihr habt mich durcheinander gebracht. Auf jeden Fall sind immer noch die Asa, der Manni, der Toledo, der Mike, der Lukas, der Micha, der Paul, der Uwe dabei. Ein wunderschön. Hallo. Hallo. Mann, 9 Leute, da muss ich schon wieder ordentlich Luft holen, ne? Atmen nicht vergessen. Ach, einfach ja, so eine Lauchstange passt ja nicht viel rein an Luft. Ist richtig. Und je nachdem, wie schnell du die da durchpresst, fängt die auch noch an zu pfeifen, ne? Auch das könnte wahrscheinlich passieren, ja. Bitte da ins Loch. Ja, ich versuche es, aber der Agri-Wolf steht im Weg. Ich muss gleich. Oh, das wird nicht besser heute. Nee. War es jemals besser? Hey. Hallo, ey. Ich muss jetzt erstmal die vierfache Geschwindigkeit ausmachen, so. Dann muss ich mal diesen Agri-Wolf hier ganz kurz zur Seite ne? fahren. Hättest du was gesagt, hätte ich dir geholfen. Aber ja, ich bin dagegen gekommen und habe den an diesem Baum hier halt leider gezumselt und hätte dann halt hier wegfahren müssen. Und dann wurde die nicht und überhaupt alles. Also hast du es doch geschafft, den Baum einzuweihen. Ich bin stolz ich auf hab, dich. Ich, natürlich, hast du an mir gezweifelt? Oder? Niemals, ja, nein. Danke, also war schon... War schon bitte ein bisschen nicht. klang so. Ach, hallo? Als ob. Dann will ich aber, das will ich aber auch hoffen. Gut. Toledo, ich brauch noch mal ein Ja oder ein Nein von dir, weil du hattest ja eigentlich etwas vorbereitet. Ich hatte was vorbereitet? Ja, du hast freundlicherweise was vorbereitet und eigentlich überlege ich tatsächlich schon die komplette Aufnahme, ob ich das einmal zeige und natürlich wollte ich dir auch wie man das so macht, wenn du meine wunderbaren Schnapsideen, die ich einfach mal so in den Raum werfe, umsetzt, wollte ich dir dann natürlich an dieser Stelle noch richtig danken. Ach so, das, ja. Okay. Machen wir das? Hä? Ja, ich glaube, das gehört sich so, ne? Auch wenn es jetzt augenscheinlich nicht geklappt hat, ich zeige euch. Wow, super, Lukas. Es tut mir leid. Wann kommt denn der nächste Abfahrer? Geht gerade noch nicht, ne? Okay, wir kommen sofort, glaube ich, darauf zurück, Toledo. Ich muss nur einmal schnell den Micha abbunkern. Ja. Micha, wie viel Bunker hast du gerade drin? Wir fahren links rum. Den TK hätte ich. Okay. Nimm das andere links. Weil? Nee, das ist blöd. Komm rüber hier. Warum? Achso, du hast jetzt eine Bahn freigelassen. Der geneigte Zuschauer sieht tatsächlich schon das Logo, weil ich habe sämtliche Geräte, die wir quasi aus unserem Modpack haben, habe ich mit einem entsprechenden Logo versehen. Vielleicht fährt der ein oder andere damit auch schon die ganze Woche rum. Der gute Toledo war so lieb. Eigentlich haben wir tatsächlich geplant. Ich hoffe, das klappt dann vielleicht für nächste Aufnahmesession. In alter Manier zusammen mit Marco und seinem Team den ganzen LS22 quasi so ein bisschen zu verabschieden. Und sonst haben wir das ja gerne gemacht, mal gegen Marc mit seinem Team irgendwelche Challenges gemacht. Diesmal haben wir es halt so ein bisschen sind wir es ein bisschen entspannter angegangen, würde ich sagen, wollten einfach nur eine entspannte Runde zusammen hier drehen. Warum fahrt ihr denn jetzt unterschiedlich? Okay, ich frage einfach. Meinte, rechts rum fahren zu müssen. Gut, okay, ich frage gar nicht. Und deswegen hatte ich die wunderschöne Idee, was kann man irgendwie machen, damit es was Besonderes wird. Und bin auf diese Idee gekommen, die beiden Logos irgendwie zusammen auf die Heckscheibe zu machen, weil Toledo ja wirklich dieses phänomenale Traktor-Pack gebaut hat. Und Toledo an dieser Stelle, auch wenn es jetzt noch nicht geklappt hat, wir hoffen auf nächste Woche. Vielen Dank für die Arbeit, wirklich da die beiden Logos auf die Heckscheiben zu bringen. Ich finde es immer noch sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass wir das noch den anderen zeigen können. Also danke schön. Ja, am Anfang dachte ich, es wäre eine Challenge. Deswegen gab es ja erst die Version mit dem Versus-File oder Blitz. Ja, es ist ja alles gut genommen. Eigentlich hatten wir ja sonst, was ich gesagt habe, schon immer die Challenges. Dadurch, dass wir... Ich würde sagen, ein relativ großes Team sind, gibt es nicht so viele, oder
gibt mit Sicherheit das ein oder andere Team, mit dem wir uns messen könnten, aber keinen, zu dem wir gute Connections pflegen, in Anführungsstrichen. Deswegen wollten wir es haben wir es in eine entspannte Atmosphäre quasi gepackt. Aber alles gut. Scheiß auf das Versus hat ja keiner gesehen. Von daher, ich finde es immer noch super, super cool. Wie gesagt, vielen, vielen Dank da für die Arbeit, dass das bereitstellen. Und ich hoffe, dass wir auch im 25er mit dem Traktor-Pack rechnen können. Bestimmt. Wenn ich mich dann im 25er auch mit dem Modding vertraut gemacht habe, bestimmt. Ah, wir haben, ich glaube, also ich habe vernommen, wir haben da große Ambitionen. Ja, ich weiß. Okay. Aber, beide Silo. Ich bin voll. Na, hast du schon da, dankeschön. Mach das. Weit, vielleicht interessiert vielleicht den einen oder anderen Zuschauer nicht mal, möge mir verzeihen, ich spreche es trotzdem ganz kurz an. Ich habe schon überlegt, ob ich das Animal Pack nochmal in den 25er bringen soll. Ist das was man braucht? Oder ist das nur Zeug, was ich irgendwann mal gemacht habe, weil ich es cool fand und eigentlich fand es kein anderer cool? Auch damit könnte ich ja leben. Kriege ich hier noch was oben drauf? Doch, auf dem Public fand ich es eigentlich ganz geil. Gerade durch die angepassten Ställe und sowas. Man muss sich halt erstmal im 25er schlau machen, was geht alles noch und geht das so einfach, wie es im. Ja, also tatsächlich hätte ich sogar die neuen Ställe genommen aus dem 25er wahrscheinlich und die angepasst. Die sehen wahrscheinlich nochmal ganz anders aus, weil ich muss gestehen, gerade was so dieses Thema. Neue Texturen angeht und sonst was, ey, da bin ich gar nicht fit drin und das werde ich auch so schnell mir nicht aneignen, dass ich irgendwelche Texturen dann vielleicht anpasse und austausche, dass es dann wieder gut aussieht. Ja, das ist genau auch mein Thema. Erstmal reingucken, was ist in Sachen Texturen, weil gerade Grafikthema ist bei mir mal so ein paar Logos mal zusammenklatschen, ja, aber die Texturen zu entwickeln und sowas, das kann ich nicht. Ja. Achso, wie voll bist du? Du bist auch schon fast wieder voll, ne? Und welche Tools und Helferchen stellt Giants direkt am Anfang zur Verfügung? Ja, gut. Also fürs Animal Pack tatsächlich bräuchte man ja keins. Kein Tool-Helferchen. Wo ich auch Bock drauf hätte, vielleicht sowas nochmal zu machen, das wird wieder en masse geben, ich weiß, aber ich mag immer noch unseres irgendwie sehr, sehr gerne. Sowohl unser Team Chaos Silo als auch unser Underground Silo. Ich glaube, auf sowas hätte ich Bock, das nochmal in den 25er zu bringen, dass wir vielleicht mit ein paar kleinen Mods anfangen. Ich muss allerdings auch gestehen, ich hätte voll Bock, unsere Mods offiziell im Mod-Hub zu publishen. Weiß noch nicht, ob wir da Bock drauf haben, nach dem ersten Mod durchzuhalten, aber. Wir gucken einfach mal. Sagen wir mal so: Am Ende des 22ers waren meine Mods eigentlich soweit fertig. Gerade weil ich sie auch immer durch das Test-Tool gejagt habe. Das kannst du mir nochmal erklären. Wenn ich deine Mods dann genommen habe und die ins Test-Tool gejagt habe, habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe mir gedacht, okay, die werden nie in den Mod-Hub kommen. Also erklär mir das Test-Tool gerne nochmal in einer ruhigen Minute. Ich habe es immer ja nur nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und es hat ja irgendwie funktioniert, zumindest, dass die Lok sauber war. Das heißt ja aber auch immer nichts. Da sprechen wir später nochmal drüber. Okay. Außerdem kann ich ja die Scheiße verzapfen, solange du sie dann ausbadest, oder? Ja. Das war klar, also, was das kommt. Du bist es doch irgendwie mit Mike gewohnt, habe ich gehört. Ich hau irgendwas Halbfertiges über den Zaun. Der Woodster ist ja auch zum Leben erweckt worden. Ich habe ihn ja niemals selber hingekriegt mit diesem Multi-Food-Woodster, muss ich auch einfach gestehen. Aber trotzdem hat er es ja geschafft, in dein Pack zu gelangen. Also, wir gucken mal. Ganz, ganz entspannt. Und ich glaube tatsächlich, am Anfang Giants Mods zu schicken, wird auch super, super schwierig.
Weil ich glaube, die werden am Anfang komplett überflutet mit einer Flut konvertierter Mods hin und her gedings. Und dieses Testing wird, glaube ich, für die wirklich, wirklich schwierig werden in der ersten Zeit. Ja, das hat ja auch im 22er am Anfang, hat das 3 bis 4 Wochen gedauert. Ja, genau. Also also ich glaube, das ist nicht einfach. Wir gucken mal, was überhaupt der LS bereithält. Ich muss gestehen, ich habe auch keine Ahnung, wie man sowas offiziell in einem Mod hat. Also ich weiß, wie man es einreicht, theoretisch. Ich habe das auch schon mal gesehen, aber welche Regularien das da gibt und sonst was, da habe ich mich, Achtung, ich bin voll, da habe ich mich nie mit beschäftigt, muss ich gestehen einfach. Ach, es fängt schon damit an, dass du die richtigen Texturen für die Bilder nehmen musst. Die richtigen Texturen für die Bilder? Du meinst für unsere Logos und sowas? Ja. Hatten wir da ein Problem? Am Anfang ja. Ja, am Anfang ja, okay. Wusste ich nicht. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Aber das können wir ja vermutlich mal übernehmen. Mike, soll ich dir noch was geben oder soll ich lieber ins nächste fahren? Fahr ins nächste. Okay. Wir hätten auch noch den Trion, ne? Der steht hier hinten im... Ich hole den mal kurz aus dem Busch raus. Ach das. Der steht hier hinten. Ich bringe ihn dir mal in die Nähe. Hilft dir der hier weiter? Bestimmt, oder? Bestimmt. So, warte. Jetzt wünschte ich mir gerade wieder diesen Joystick vom LS hier. So. Weil ich will da hinten das Loch zum Beispiel zumachen. Ah, das Loch. Ja, ich gucke gleich, ob ich es so bekomme. Aber ansonsten kannst du auch halt auch so ein Loch lassen, ne? Es ist ja jetzt nicht so dramatisch. Ja, es triggert mich selbst. Okay. Ich guck mal, ob ich hier hochkomme. Versuch du mal zu verdichten, wenn du magst. Ich versuche hier hinten ins Loch zu kommen. Alles klar. Wenn man keine Bilder dazu hat, klingt das echt komisch. Hallo. Ach, das klingt nur so komisch. In welches Loch möchtest du denn? In das vordere. In genau das. Ja, sorry. Danke. Ich hatte irgendwie gerade ein Standbild. Frag mich bitte nicht. Also irgendwie war gerade ganz kurz. Das hatte ich vorhin auch mal kurz, aber... Ich weiß aber auch nicht, ob ich versehentlich rausgetappt bin oder ob mein LS... Ich habe keine Ahnung. Ach, wie auch immer. Das Loch ist zu. Das Loch ist bedient. Das Loch ist bedient. Das klingt gut, oder? Astra, nicht weinen. Alles wird gut. So. Ich weiß nicht, was Astra hat. Astra, bist du unglücklich? Bist du traurig? Ja, das ist ganz unglücklich. Müssen wir dich irgendwie trösten? Während Uwe weiter das andere Loch zumacht, da hinter hier, wo ich jetzt gerade hinsteuere. Ja, alles gut. Ich muss nur... Es sind sogar 2. Wird schwierig. Also ich muss gestehen, die Kleine ist momentan sehr anhänglich bei mir. Schwierig, dann jetzt noch kein Problem mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob sie mitfahren würde. Die ist momentan eher auf dem Trip. Ey, voll, ich gehe einfach mal in Mikes Zimmer und leg mich auf die Couch, weil die so bequem ist. Also sie ist eigentlich kein Hund, der nach oben läuft, aber seit letzter Woche, wo es laut war, liebt sie es, bei mir zu sein. So. Du machst es aber schön. Ja, ich bin stets bemüht. Das steht auch in deinem Arbeitszeugnis, ne? Na, ich weiß nicht, meine Arbeitszeugnisse sind... Ich habe noch nie so viele bekommen in meinem Leben, aber in meinen Schulzeugnissen stand es drin. Meinen Schulzeugnissen stand viel drin, aber nie stets bemüht. Da stand immer drin Klugscheißer, oder? Nee. Hat ein Lehrer gespielt? Nein. Im Rahmen seiner Möglichkeiten war er zufrieden. Lehrer waren genervt. Wir wünschen ihm nichts Schlechtes, aber schön, dass er weg ist. Nee, genau. Auch das nicht. Ja, sie hatten Angst, dass du bleibst und dass sie dich nicht loswerden.
Nee, eigentlich nö. Aber ich sag mal, in den Fächern, wo ich Lust drauf hatte, stand ich halt mit guten Noten da und in den anderen Fächern halt mit schlechten Noten. Deutsch und Englisch war halt immer so, naja, hab ich keinen Bock drauf, war. Kannst du nicht genug klugscheißern? Nee, das hat damit nichts zu tun. Das hat mich einfach nicht interessiert. Null interessiert. Sag ich ja. Sprachen interessieren mich auch jetzt noch null. Auch deswegen, nicht Sprachen. Deswegen entspricht halt meine Rechtschreibung auch nicht dem Duden. Also. Ach, mittlerweile ist der doch so offen geworden. Ja, da kannst du doch irgendwie wieder alles mittlerweile schreiben und das ist richtig. Also. Ja. Nee, aber so technische oder mathematische Fächer, Naturwissenschaften, da stand ich immer gut da. Habe ich dann immer Ärger gekriegt, weil ich Scheiße gebaut habe, weil ich mit meinen Aufgaben fertig war, während die anderen noch am Lesen waren. Ja. Zum Beispiel. Aber stets bemüht hatte ich nie auf dem Zeugnis stehen. Ich auch nicht, aber ich sag das gerne. Ja. Merkt man gar nicht. Ich weiß. Ich weiß gar nicht, was in meinem einzigen. Nein, ich habe zwei Arbeitszeugnisse. Ich auch. Glaube ich zumindest. Du bekommst ja automatisch eins mit Ende der Ausbildung. Echt? Dann habe ich sogar drei. Auch wenn man in der Firma verbleibt? Ja. Solltest du eigentlich immer eins kriegen? Ich habe gar keins. Ich auch nicht. Ich schon. Und eins habe ich halt bekommen, als ich meine Stelle gewechselt habe. Also ich habe zwei Arbeitszeugnisse, keine Ahnung, was drin steht. Ich habe sie nie gelesen. Doch gelesen, ja, aber vergessen wieder. Fand ich unwichtig. Ich wollte gerade sagen, wenn du die bekommst, solltest du die lesen. Ich gebe aber auch nichts drauf, was drin steht, weil du bist nicht verpflichtet, sie abzugeben bei der neuen Bewerbung. Selbst wenn der andere sagt, ich hätte gerne ein Arbeitszeugnis, kannst du sagen, ich habe nie eins bekommen. Muss er dann so hinnehmen. Gehen wir mal davon aus, dass sich der Arbeitgeber nicht aufgrund eines Arbeitszeugnisses einstellt. Richtig, also mein jetziger Arbeitgeber wollte das Zeugnis zum Beispiel gar nicht sehen. Meiner auch nicht. Ja, meiner auch nicht. Aber bei mir ist das auch schon 20 Jahre her. Na dann, ist halt schon ein bisschen älter. Ja. Guti. Alter, sag du. Ja. So. Aber, liebe Leute, ich würde sagen, für den Moment sind wir tatsächlich dann auch schon wieder alt genug in dieser Folge, um das Thema nicht ganz fallen zu lassen. Und damit am Ende angekommen. Wie immer danken wir fürs dabei gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, wie viele Arbeitszeugnisse ihr so im Rahmen eurer Jobs ergattert habt oder auch nicht. Ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.